Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Borderlands 2. Ihr erinnert euch vielleicht unter Umständen. Wir haben nur noch, oder zumindest momentan, nur noch die Hauptmission offen. Sprich, machen wir so doch mal. Sprich, wir gehen jetzt nach Roland suchen, während Claptrap eine Boombox macht. Warum auch nicht? Nochmal ein Audiolog. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Aus New Haven gekickt und deine kleine Freundin Lilith getötet. Der Batz. Egal. Wie ich höre, bist du und der Rest deiner kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wollte dir nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt sein, Iridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin Tennis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile niedrige Priorität habt. Also, ciao. Ja, hatten wir schon. Was mich jetzt nicht großartig wundert, aber dann liegt das da ständig rum. Das ist auch irgendwie ein wenig seltsam. Naja. Bisschen unpraktisch vielleicht eher. Ja, Tatsache. Es gibt keinen Stutschern. Ich habe mich ja immer gefragt, Stutschern? Ja. Springe ich? Springe ich nicht? Immer, ja. Da stand's ja. Es gibt keinen Sturz an. Okay. Nicht da lang, nicht da lang, auch nicht da lang, sondern da lang. Mal in ein neues Gebiet rein. Wobei wir ja relativ oft in neue Gebiete reingehen. Also man kann mir nicht sagen, du bist aber selten in irgendeinem Gebiet. Nee, nee, nee. Es passiert schon öfter. Passiert schon öfter. Nicht öfter als mir lieb ist, denn Abwechslung ist immer toll, aber das passiert halt öfter. Ist aber auch irgendwie normal, wenn Sanctuary unsere Hubworld ist, so gesehen, oder unser Hubgebiet, dann ist es irgendwie klar, dass wir von da aus dann immer weiter müssen. Au. Gut eingepackt. Naja. Ah, da ist Resistenz gegen Feuer, das ist ja doof. Dann eben so. Furchtbar gemein, wenn die alle immer resistent sind. Wow. War das ein Flammenwerfer? Nehme ich mit. Nehmen wir auch mit. Lässt sich auch alles gut verkaufen, im schlimmsten Fall, wie immer. Ah ja, Geld. Geld regiert die Welt. Ja. Besonders diese Welt, ne? Da ist ja noch einer. Ich verschwinde. Schon interessant, ne? Dass die Augen brennen und alles. Nix. Düpp, düpp. Fast schon traurig. Aber nur fast. Es ist irgendwie trauriger, dass mein Feuerschaden mittlerweile jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist halt. Nee. Ich mochte Feuerschaden. Wobei Säure theoretisch auch geht. Säure funktioniert bei fast allem, so wie das immer aussieht. Wir haben ja gelernt, es funktioniert gegen Roboter. Es funktioniert scheinbar auch gegen Menschen, wie man ja gut gesehen hat gerade. Also von daher.
Ich bin nicht schnell genug, glaub's mir. Nein. Nein. Definitiv nicht. Der Firehawk muss hier irgendwo sein. Sei auf der Hut. Außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk. Trotzdem, wenn ihn jemand besiegen kann, dann du. Seltsam. Yeah. Der Bloodshot-Banditen-Clan scheint das Versteck des Firehawks anzugreifen. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehawk führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Oder ich drehe wieder um und gehe. Feuer-Spike-Schaden. Okay. Lethal Ninja. Na gut, Munition kaufe ich sowieso immer. Bis alles voll ist. Granaten, naja. Ihr wisst ja, ich schieße seltener mit Granaten um mich. Kann weg. Kann weg. Kann weg. So. Ha! Nicht resistent, glaube ich. Seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen. Kannst du ja. Ist mir wurscht. Ein bisschen überdeutlich. Kannst du doch! Mir doch egal. Ich meine, ich mache ja auch nur, was ich möchte. Mehr oder minder. Ach du Heilige. Wow, 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 wow. What the fuck? Was ist das bitte für ein Gegner? Platzt seinen Schädel ab und dann attackiert er mich. Ah. Ich schieß mit der Waffe echt zu viel. Oh mein Gott, auch noch Spider-Ants. Nicht noch Spider-Ants! Ich brenne. Okay. Das ist auf... Wow, wow, wow. Das ist mal feurig. Doch, ja. Ich habe gedacht, ja, ja, gut. Feuer-Spider-End. Ja, ja, klar. Aber wow. Ausgezeichnet. Hahaha. Was? Unnötig. Jetzt kann ich aber gleich schon wieder Rifle Munition kaufen gehen. Ne? Wo die Goliaths abgeblieben sind, weiß ich auch nicht. Also wenn sie nicht gefressen wurden oder was auch immer, dann sind sie auf einmal weg. Einfach so. Ohne mir eine Nachricht zu hinterlassen. Ich dachte, wir haben Freude. Schau mal rein. Okay, laut Markieren muss ich eigentlich komplett woanders hin, aber... Ein bisschen entdecken hat noch niemanden geschadet. Funktioniert bei den Feuer? Ja. Falsche Waffe. Oh, ein Spiderling. Oh.
Total klein und unschuldig, die Viecher. Ah. Mann, da fühle ich mich wieder böse im Spiel. Aber nur, weil es kleine Gegner sind. Dadurch, dass sie mich attackieren, ist es schon wieder weniger schlimm, aber... Die sind so klein, die können doch nichts dafür. Bin gespannt, ob ich irgendwas hier finde. Au. Ah, vermutlich sollte ich einfach der Story folgen. Es ist abgesprungen. Igittigit. Vom Aussehen her gehe ich auf einen Bau wieder zu. Ja, hier soll ich zumindest definitiv nicht hin. Könntest du dich bitte anzünden lassen? Präzision, ja, ja. Spider-Endleg. Also ich bin definitiv so gesehen falsch hier, aber nur falsch im Sinne von, hier soll ich storytechnisch noch gar nicht hin. Aber ich entdecke so gerne. Also was soll's. Ah. Irgendein Klassen-Upgrade, was ich nicht nutzen kann. Gut, nehme ich mit. Da gibt's doch bestimmt auch sowas wie Spider-Ant-Anführer. Wow. Das hat was von Anführer. Hi. Das Viech ist neu. Das gab's noch nicht im ersten Teil. Oder ich erinnere mich nicht dran, aber meines Erachtens gab's das Ding nicht. Cool. Nicht schlecht. Ist wie eine Weiterentwicklung. Dabei hatten die Wesen auf Pandora gar nicht mal so lange Zeit, um sich theoretisch weiterzuentwickeln. Naja. Wieder eine Klasse für den Gunzerker. Da ich ja Items für Charaktere hinterlassen kann, sollte ich vielleicht mal irgendwann mal einen Gunzerker erstellen. Können alleine sein. Bleiben, wie auch immer. Nein. Böse. Ah, Iridium. Schön. Mitgenommen, ohne zu lesen, was es ist, noch besser. Ja, Schrottwaffen. Nun gut. Haha. Toll, nichts. Immer wieder toll. Ein Slackbehälter. Ha, wie toll diese Slackbehälter sind. Nicht wahr, Leute? Bisschen Matsch über die Gegner und schon sind sie schadensempfindlicher. Macht total viel Sinn. Und ist total hilfreich. Wobei ich ja zugeben muss, wenn ihr aus der Ferne da Dinge attackiert, während da welche stehen und dann... Lasst ihr Scheiße auf die Gegner regnen, dann, ja, dann vielleicht. Muss ich hier vielleicht doch hin? Und ich gehe gerade die ganze Zeit richtig? Aua. Trotzdem, bin ich hier gerade richtig?
Klappt die Falle zu. Dein Tod steht bevor. Na, schade. Ich dachte, er rollt jetzt den ganzen Abhang runter. Naja. Also ich gehe in die richtige Richtung jetzt gerade. Also es kann gut sein, dass ich sogar hier richtig bin. Interessanterweise. Ohne, dass ich es eigentlich wollte. Egal. Umso besser. Dann verschwende ich eure Zeit vielleicht doch gar nicht mal so sehr. Könnte ich jetzt hier diese Karte aufdecken? Ich meine, ich renne schon hier im Nichts rum, so gesehen. Ein bisschen Karte wird dich jetzt auch nicht umbringen, spielen. Ehrlich nicht. Oh Gott. Mehr kleine Spinnen. Ah. Vor allen Dingen, die sind Level 11. Das muss man sich mal reinziehen. Level 11 Babyspinnen. Da kommen mehr, ne? Ja. Okay. Ich habe wieder die falsche Waffe eingesetzt, aber egal. Was soll's? Schockbehälter. Das Eis sieht schon sehr interessant aus. Es ist Nacht. Ehrlich? Okay. Es ist den ganzen Tag so hell. Woher soll ich wissen, dass Nacht ist? Ganz ehrlich. Oh, das ist wieder so ein Feuerding. Kein Problem. Danach kann ich ja wenigstens wieder Dinge anzünden. Ah, da ist wieder ein Ritter. Oder? Nee, das war ein Soldat. Okay. Auch kein Problem. Komme ich mit klar. Na, er brennt. Mehr will ich ja gar nicht wissen. Wenn ein kleiner Spiderling brennt, ist er tot. Na. Okay. Hurra, Geld. Prinzipiell müsste ich alles aufmachen, um bloß so viel Iridium wie möglich zu finden, damit ich wenigstens mehr Munition und so tragen kann. Aber naja. Okay, wie auch immer ich das Gebiet da aufdecke. Fangen wir schon mal? Nee. Bricht das Ding ab? Nö. Ja, ja, das war der resistente Fuzzi. Ja, bricht dich ab. Gut. Der Himmel erleuchtet von Feuer und Blut und Kugeln schreien. Einer unserer Speer kam wie immer von seiner Morgenpatrouille zurück. Außer, dass er dieses Mal brannte. Seine Haut war schwarz und kross, seine Stimmbänder gekocht. Als wir um ihn kreisten, bereit seine Kohle aufzuteilen, schrie er mit letzter Kraft ein Wort. Feuerhawk! Okay. Hypnose. Also mit Schildern war jetzt diese Nachrichten gemeint? Weil ich jetzt eins von sieben habe? Okay. So wie ich mich kenne, bin ich schon an 20.000 davon vorbeigelatscht. Das Ding ist wahrscheinlich jetzt irgendwo hier unten, oder wie? Ja. Toll. Was ein Müll. Ach. So, da bin ich. Hallo. Der Firehawk hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert.
aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeleitet. Ich frage mich, warum sie sich so sicher waren. Weiter so, Bloodshots! Dieses dämonische Ding wird den Tag bereuen, an dem es sich mit uns anlegt. Der Firehawk hat seine eigene Zentrale erstecken. Alter. Hier hat man eigentlich keine Zeit, um Zahn zur Seite zu sein, aber wir wollen sie vergeben, da sie ein Satellit ist. Ne, nicht noch ein Feuerding. Gut, Leute. Wir haben hier mal wieder die Kacke am Dampfen. Wir sind in der Blacktone Cavern. Und sind auf der Suche nach dem Firehawk. Werden wir ihn finden? Ist Roland bei ihm? Können wir Roland retten, falls er in Gefahr ist? Das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin würde ich aber sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.